Hallo Leute, Grenio wieder hier und willkommen zurück bei einer Runde Game Dev Tycoon. Ja, sieht man das schon hier. Gehen wir gleich mal rein. Wir waren ja hier bei, ich mach mal schön Pause, Storm Ninja 2 ist gerade draußen, ist ja gut angekommen. Ich forsche hier an, gleich werden wir es wissen. Na, das Leben habe ich fertiggestellt. Yay, wir haben Leben. Das war ein neues Thema. Ansonsten haben wir nicht so wirklich viele Punkte. Ich könnte noch Erfolge dazu erforschen. Das machen wir auch gleich noch. Du machst dabei noch einen Spielbericht, der sicherlich viel hilft. Okay, Dialoge scheint für dieses Spiel überhaupt nicht wichtig zu sein. Na, ist bei einem Actionspiel, glaube ich, auch richtig so. Spielweltdesign ist auch nicht sehr wichtig. Okay. Christoph Richard ist noch 19, das weiß ich. Ja. So, Auftragsarbeit. Ihr macht mir währenddessen hier Spielhintergrund. Da sind wieder ein paar fertig. Nach Dream wirst du in 2 Monaten vom Markt genommen. Es geht schon wieder zu, währenddessen ich hier gerade angefangen habe. Das ist ein Wahnsinn. Branchenheiten, unser Recht, sobald wir. Achso, 500.000 haben wir erzielt. Umsatz. Ah, ist gut, das geht. Ihr macht mir aber dabei einen Urlaub. Das schafft ihr locker auch. So, Auftrag erfolgreich. 50.000 bekommen. Auftragsarbeit. Oh, das sollten wir schaffen. Arbeitet, arbeitet. Futuristische Anwendungen. So, 75.000. Ne, nicht hier trainieren. Auftragsarbeit. Das wird mir zu viel. Das wird auch etwas interessant. Gut, das schaffen wir locker. Da werden wir aber gleich noch schon Mitarbeiterliste. Ich brauche jemanden auf 700. Hayden hat 500 in Technologie, hier haben wir Nikolas 400 in Design, 500 in Design, David, 500 in Technologie und nochmal 400 in Technologie. Also, David und Cheese. Okay, in Design. Natürlich zu wenig Forschungspunkte, ist ja klar. Wenn das so ist, dann lassen wir das mit denen und machen hier noch die Auftragsarbeiten fertig. Wenn das wir hier noch bekommen. Gut, soweit so gut, so tut. Machen wir eine Fortsetzung. Wir haben jetzt Storm Ninja 2 gehabt. Crusaders 2 schon. Storm Combat, da können wir auch mal eine neue machen für eine neue Konsole. Also für den neuen Handheld. Storm Ops 2. Die Tafelrunde. Stormflight, das wäre auch noch interessant. Freelancer wäre auch noch interessant. Planet Empire, Ninja Time wäre auch noch interessant. Overboard weniger, Trainingslager weniger, DC Storm. Karibik Storm, Piraten Action. Stormflight hatten wir hier schon mal. Aha. Ah, Age of Empires 2 war da mal. Okay, Commanders, Military Casual, Crusaders Portable. Moments, Black Flag, Mystery Time, das wären eben die. Okay, was war Crusaders Portable? War ein guter Erfolg. Können wir, glaube ich, ein neues machen? Habe ich nochmal Crusaders? Schauen wir nochmal. Ich will nämlich nichts unbedingt doppelt rausbringen. Das mache ich nicht. Ne, wir haben die Tafel runter, das war aber Mittelalter-Rollenspiel und Crusaders war nicht Rollenspiel, das war ja Mittelalter-Action, genau. Und das machen wir. Aber Mittel. Das Crusaders 2, das war nämlich nicht mehr Portable, weil wir werden es auf dem GS nehmen. Ja, die Lizenz kaufen wir uns. Wir werden es auf der PlayStation und wir werden es auf dem PC rausbringen. Kosten hoch, sehr hoch, aber das ist es sicherlich wert. So, und los geht's mit der 3D-Grafik natürlich. Hohe Kosten. Macht ihr was, oder? Danke. Streamers wird nicht mehr unterstützt. Ist mir egal. So, natürlich ist hier Story Quest egal. Gameplay ist wichtig. Engine ist wichtig. So, Gameplay macht Hayden Oliver. Ja, das kommt hin. Cheeseblock macht die Engine. Das passt auch. Story Quest macht Roben. Ja, ja, lassen wir so. Stattdessen verkaufen wir hier immer noch was. Storm Ninja 2 auf den Markt genommen. 9 Millionen wurden hier gemacht.
Wir werden uns mal was leisten. 1,5 Millionen großen Messestand kaufen. Noch dazu werden wir Marketing, eine kleine Kampagne für dieses Spiel jetzt öffnen, damit der Hype größer wird. Jawohl, und da kommen die Punkte hoch. Presseanfrage. Ja, ich lasse natürlich ein Interview machen. Das wird gut werden, das Spiel. Kann er ruhig pushen, damit der Hype noch höher aufgeht. Weil ich brauche Geld. Wir wollen die letzte Position ja auch noch besetzen. Forschungspunkte brauchen wir auch, damit wir endlich... Gaming wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Das macht nichts, weil wir entwickeln schon für den neuen. Wir müssen noch Forschungspunkte für die zwei holen. So, was haben wir hier? Dialoge brauchen wir nicht. Genau. Level Design, künstliche Intelligenz. Ne, lassen wir oben. Gut. Level Design mache ich. Künstliche Intelligenz habe ich Christopher. Da geben wir jemanden mit hohen. Ah, Nicholas Gross. Oh. Ja, das passt. Das passt gut. Ah, so, und das hier ist eben der große Stand. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen nehmen. Da seht ihr, wie klein das die Leute hier sind. Also, der hat wirklich eine Wahnsinnsgröße. Ich will wissen, wie groß das hier im Hintergrund eigentlich das Teil ist. Also, der Bildschirm. Das muss ja für einen Beamer gemacht sein. 706.000 waren bei uns. Wir haben es unter die Top 100 geschafft. Wir waren auf Platz 50. Erstes Mal großen genommen und wir sind sofort auf die Top auf den Platz 50 gekommen. Na, das passt. Das erhöht den Hype noch um einiges mehr. Bugs haben wir zu viele, aber das macht nichts. So, ah ja, die PPS vom Wohnen wurde veröffentlicht. Auf der hätten wir es auch veröffentlichen können, statt auf dem PC. Aber gut. Gut, so sieht das schon mal passend aus. Ich mache die Grafik, ja, das haut hin. Hey Oliver macht den Sound, wobei, ja, eigentlich kann man so lassen. Ihr müsst dann mal in Urlaub gehen nachher, bevor ich trainiere. So, gehen wir nicht mehr unterstützt. Wir haben 3 Spieler mit insgesamt 6 Millionen dort gehabt. Ja, nicht schlecht. Nicht übel, nicht übel. Entwickelt weiter. Ja, da kommt viel zusammen. Leider auch viele Bugs, aber das bekommen wir schon hin. So, ihr macht die Bugs weg. Du gehst schon mal in den Urlaub. Du auch. Und du kannst noch ein bisschen arbeiten. Weil die müssen dann nachher gleich trainieren, die zwei eigentlich. Da will ich sie gleich jetzt hochhauen. So, fertig. Haben wir hier irgendwo? Nein, nichts. Neue Kombination, gutes Management haben wir. Boah, gleich 3 Levelaufstiege hier bei den Leuten. Also meine Person, eben Nicholas und Cheese auch. Gehaltserhöhungen bei denen natürlich. Spezialtraining für Nicholas, für ihn. Gut, perfekt. Spielbewertung. Ich hoffe, es geht gut aus. Ah, eine 7. Ich hätte mehr erwartet. Ja. 9, das passt perfekt. Noch eine 8, das geht auch. Ah, noch eine 7. Die 2 7er tun mir zwar weh, aber es passt noch. Ihr macht eine Auftragsarbeit. Ist zu viel. 5 Wochen, 45, 32. 5 Wochen, 12. Das schafft ihr. Die 2 werden euch jetzt eine Zeit lang blockiert sein. So. So, exklusiv Interview, extrem erfolgreich, habe ich gesagt. Ja, hat das perfekt, hat das gepasst und jetzt haben wir einen positiven Einfluss auf die Verkäufer und werden noch mehr Geld einnehmen. So, du trainierst mir, ich brauche hier Design bei dir. Fortsetzung, ja, das weiß ich. Auftrag erfolgreich, ja, das ist auch klar. Und du gehst mir auf Technologie. Gut, du machst mir... Ah, 500.000 haben wir erzielt damit. Du machst mir einen Spielebericht, danke dir. Und wir machen noch eine Auftragsarbeit. Nämlich... Ja, die müssen wir schaffen. Perfekt.
Und haben wir noch eine... Ja, das geht doch gut. Ich trinke nebenbei noch einen Schluck Wasser. Und Auftrag ist erfolgreich. Jetzt können wir noch einen stärkeren gleich annehmen, weil er ist gleich fertig. Spielebericht. Engine, sehr wichtig. Okay. Das ganze Team sich auf die Entwicklung eines Spiels konzentriert. Das hat sich das ganze Team drauf konzentriert. Was sollen wir denn noch machen? So, 1 Million haben wir schon verkauft. Also, ja. Das passt doch gut. Auftrag erfolgreich. So, trainieren. Weiter Design. So, neuer Einblick. Wenn wir auf unsere letzten Multiplattform-Spiele zurückbringen, dann wird uns klar, dass wir die Entwicklungskosten für ein einzelnes Spiel für mehrere Plattformen reduzieren können. Dazu müssten wir unsere Spielengines für die Multiplattform-Entwicklung optimieren. Optimieren für mehr Plattformen. Was kostet das? 100 Forschungspunkte. Na, sag ich mal. Suche nach Aliens werden wir nicht schaffen. Daher trainierst du mir noch Technologie hoch. Okay. Ein Engine neu brauchen wir nicht, weil wir haben hier noch. Na, es sind nur Erfolge dazu gekommen, sonst eigentlich nichts. Dann machen wir eine neue Fortsetzung. Okay, das letzte, was wir hatten, war eben. Black Flag. Finde ich schade, dass das nichts geworden ist. Probieren wir es jetzt mit mehr Leuten, dass wir dort ist eine gute Kombination. Ich werde noch Action dazu hauen, weil ich glaube, dass Piraten, Rollenspiel und Action, das könnte doch gut passen. Black Flag 2, natürlich hier für die Play System, natürlich für den PC und mehr nicht. Spielengine wird der P1 Engine. Damit haben wir aber Action, der P haben aber die Action nicht drin. Rollenspiel und Action ist eine böse Kombi normalerweise. Kriegen wir das irgendwie rein? Ne, so kriege ich das nicht hin. So kriege ich das nicht hin, weil Rollenspiel und Action sind zwei so unterschiedliche Sachen. Probieren wir ein einfaches Rollenspiel. Wir haben jetzt mehr Mittel. Könnte gut ausgehen. Probieren wir einfach. Natürlich sind die zwei jetzt noch blockiert, aber das bekommen wir auch so hin. So. Engine kommt runter, wir brauchen Story und Quests. Lineare Verzweigen der Erzählungen nehmen wir. Dazu kommt aber jetzt der Engine. Die gespeicherten nur. Rein wir nicht. Und nehmen wir die Video. Ne, die Videowiedergabe kostet zu viel. So, Story und Quests. Wir brauchen einen hohen für Design. Passt. Gameplay passt. Passt. Oder warte mal. Die zwei sind belegt. Genau. Und genau die zwei habe ich hier drin. Also werden wir die zwei wegnehmen. Du machst mir das hier. Und ich mache hier das. Genau. Also solange die zwei noch belegt sind, können wir es nichts machen lassen. Jetzt passt es. Jetzt geht der. Und der kann auch wieder mitarbeiten. Starke Zielgruppe Erwachsene. Crusaders wurde vom Markt genommen. 14 Millionen haben wir eingenommen. Marketing. Ich will eine Zeitschriften-Demos. Nicht so viel diesmal ausgeben. So, okay. Künstliche Intelligenz können wir runterhauen. Wir brauchen Dialoge und Level Design. Level Design tun wir ein bisschen runter. Yep, das passt. Okay, jetzt haben wir alle frei. Hayden ist. Nicholas Gross ist damit gut beschäftigt. David, du kannst mir das machen.
Ich mach das hier. Jawohl. Das haut hin. Natürlich werden sie jetzt nachher wieder schreien, weil ich habe nicht alles genau ausgenutzt, aber egal. Die zwei mussten einfach drin und ich wollte noch ein Spiel jetzt rausbringen. Ich wollte probieren, ob ich nicht Piratenrollenspiel irgendwie schaffe. Das muss doch gehen. Ich glaube nicht, das haut nämlich schon hin. Ich hoffe es zumindest. So, Grafik ist es nicht so wichtig. Wir nehmen die 3D-Grafik schon, aber nicht so hoch. Das ist wichtig und die zwei Sachen sind auch wichtig. Die will ich auch weiter oben haben. Gut, okay. Sound. Spielwelt Design. Design machst du mir. Das machst du mir schon. Ich mach die Grafik. Yep. Kannst du aber auch machen. Und du kannst den Sound machen. Passt. So, ich hoffe, es wird was. Daumen drücken, Leute. So, ich will einen mittleren. Wir geben keinen großen mehr. Wir werden es jetzt zwar nicht unter die Top 100 schaffen, glaube ich, aber egal. So, bitte die Bugs rausmachen. So, Chef, eine kleine Anzahl von engagierten Fans hat gefragt, ob 1 River veröffentlicht wird. Ob wir den Quellcode für die alte Spielengine First River veröffentlichen und dadurch würden wir sicherlich die Fans zufriedenstellen. Aber wir haben auch hart an der Spielengine gearbeitet. Wir könnten auch Lizenzen verkaufen und etwas Geld machen. Nee, wir verschenken sie. Ich will mehr Fans. So, 11.400, nur 4, das hat eigentlich nichts gekostet. Fans sind wichtiger. Das bringt uns um einiges mehr. Werden wir gleich hier sehen, wie voll das der Stand wird. Sieht nämlich schon gut aus. 537.000 Leute. Und wir haben es unter die Top 100 geschafft, auf Platz 91, mit einem mittleren Standnetter. So, ach komm, ein Bug war noch dran. Musste dir natürlich am Schluss noch reinmachen, den einen. So. Da wir es nicht schaffen, trainieren. Du brauchst mehr Design. Und du brauchst mehr Technologie. Du gehst mir in den Urlaub und du gehst mir auch in den Urlaub. Und du brauchst einen Spielebericht. Und du. Oh, kannst eine Spezialisierung machen. Schauen wir mal, was wäre denn gut für ihn? Erst mit Design höher. Grafik. Grafik wird gut gehen. Das heißt 54, 450. Gehen wir auf alles. Genau. Spielbewertung. So. Daumen drücken, Leute. Jawohl, ja, eine 10, obwohl es am ersten Spiel überhaupt nicht gut ankam. Noch ein 10. Noch ein 10, noch eine 10, oh Gott. 3x10 schon, ich habe eine SMS oder sowas bekommen. Ja, und eine 9, also wirklich All Games. Muss das sein. Naja, aber sieht doch gut aus. SMS mal kurz schauen. Aha. Gut. Das sieht doch gut aus. So, Bonschneid, uns erreicht soeben die Meldung, dass Black Flag 2 schon 500.000 im ersten Monat. Das wird echt schlimm werden. 1 Million schon. Ah, Platinum-Status schon erreicht. Begeisterung nimmt kein Ende. So, trainieren. Du trainierst mir noch ein bisschen. Ah, da haben wir nicht. Dann nehmen wir 10 mit allem. Genauso du auch. Trainieren. Den 10er mit allem. Damit er ein bisschen höher kommt bei. Gut, Design habe ich bei ihm genug. Er muss jetzt nur noch Technologie forschen. Überraschungshit des Jahres ist Black Flag 2 von Stormiverse. Die Arbeit an den Details der Hauptspielmechniken. Okay. Hat sich wirklich ausgedacht. Ja, was soll ich noch sagen? Hört auf zu lesen. Fangt an zu spielen. Ja, spielt. Black Flag 2. Überhaupt nicht an Assassin's Creed orientiert. Hust. So, was haben wir denn für einen Spielbericht? Gameplay, sehr wichtig.
Platzübereinstellung und Playsets zum Zweck, großartig. Ja, das hört sich doch gut an. Währenddessen machen wir kurz eine Auftragsarbeit, während die noch trainieren. Und noch eine Auftragsarbeit. Ich brauche nämlich noch mehr Punkte. Ja, das solltet ihr schaffen. Ah ja. Die Position besetzen wir jetzt auch. 150. Schauen wir mal, was da kommt. So. Nicht. So. Auftragsarbeit. Space Shuttle. Space Shuttle ist mir doch ein bisschen zu heikel. So, da haben wir die neuen Leute. Einer für Design. Einer für Technologie. Ach du meine Güte. Aber wir nehmen sie. Eine Frau. Das freut mich mal. Müsste, glaube ich, auch eine Nachricht bekommen. Ah, noch nicht. So, Spielhintergrund machen wir noch kurz. Bekommt mal keine Nachricht, na schade. Entwerfen ein paar Spiele zu. Gut. Probieren wir das Space Shuttle. Das könnte interessant werden. Ja, ja, ja. Ja, das schaffen wir. Ach du meine Güte, wir entwerfen gerade ein Space Shuttle. Fertig. Okay, und jetzt dieser hier. 3 Wochen. So, Blackbird 2 wurde vom Markt genommen. Wir haben 34 Millionen, fast 35 Millionen damit eingenommen. Na, nicht übel. Nicht übel. So, und das Brettspiel haben wir auch. So, Mitarbeiterliste, das ist meiner natürlich, der braucht Technologie noch ein bisschen. Hin Oliver ist egal, Nikolas ist auch egal, hier haben wir David, der braucht Design nicht mehr viel, der braucht Technologie nicht mehr viel und die neue braucht beides noch ein bisschen. Okay, du hast den Vorrang, Design. Das schicken wir in den Urlaub, die schicke ich mal in den Urlaub. Markt hat sich normalisiert. Na, warte mal, wir können noch forschen. Schule, Film, nee. Nee, nee, 3D-Grafik bräuchten wir mal. Cloud-Spielstände. Na, derzeit brauchen wir nichts. Okay, haben wir einen Publisher-Vertrag? Irgendwas? Film haben wir nicht. Weltraum, Mass Production. 5 Mittel. Wow, das kommen wir hin. Irgendein Name für. Starstorm. Keine Ahnung, was das werden soll überhaupt. Plattform darf ich mal auswählen. Nehmen wir den PC. Und Simulation, dann nehmen wir Action-Strategie dafür. Und wir werden es nicht für mehr rausbringen, weil es soll nur so jetzt kurz eine Auftragsarbeit sein. Weil 2 Leute fehlen ja auch noch. Ich weiß auch nicht, was ich dann nehmen soll. Story Quest sicherlich nicht. Engine. Gameplay Engine eher mehr. Na, na, perfekt. So. Steuerung Quest macht uns jetzt. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt da ist. Die zwei sind da. Hin Oliver, Nicholas Cross. So, Richard. Katharina ist da, das weiß ich auch. Katharina macht mir das hier. Hayden ist da, ich noch mach das hier. Fehlen tun nur die zwei und die sind jetzt auch da. Der David fehlt. Nur der David. Wartest du auf den David, dass der rauskommt? Ein Interview. Sei bescheiden. Bei dem Spiel bleiben wir bescheiden, weil man weiß es nicht. Ich weiß es noch am wenigsten. Du gehst in den Urlaub, du bist fertig. So, die ganzen Dialoge sind überhaupt nicht wichtig. Das heißt, Dialoge weg.
Küste der Karibik, das rein. Sehr schön. Level Design, das muss eine Mischung aus beiden sein. Da bin ich eigentlich der Beste, wirklich. Wirklich sonst keinen, der so gut ist bei dem. Bei beiden nämlich. Na egal. Nicholas Cross. Oh, ja. Oh. Ein bisschen überlegen immer, was man hier reinhaut. Und noch eine Nachricht bekommen. So, Sound ist glaube ich nicht so wichtig. Oder? Na? Machen wir keinen Soundtrack. Da die Grafik dazu, Spielweltdesign dazu. Ja. Das so, David ist ein bisschen überfordert hier mit dem Spielweltdesign. Da kannst du nachhelfen. Katharina, du machst. Ja, das passt schon so. Ob so gut kommt. David ist in Urlaub. Ach Gott, habe ich wieder vergessen. Da arbeite. Tuck. Verwarnen tun wir die Leute. Also, und Kurzfassung von dem, was ich gerade Nachricht bekommen habe. Es hatten ziemlich viele Leute illegale Kopien von dem Spiel Black Flag 2 gemacht. Wir verwarnen sie einfach. So, und fertig. Mal schauen, ob das was wird. Wir haben ziemlich viele Levelaufstiege auf jeden Fall. Spiel veröffentlichen. Wow, viele Forschungen verfügbar, unter anderem Online-Spiel. Ah, ja, das weiß ich mit den ganzen. Fast 400 Fans wieder gewonnen. Du musst mir noch einmal Design trainieren und. Spielbewertung. Jetzt zählt's. Ah, ich dachte mir fast. Ich dachte es mir fast, dass das nichts wird. Aber das können wir uns leisten. In den Müll dann mit dir. Ja. Tut weh, aber. Man kann nicht immer nur gute Sachen ausbringen. Du brauchst Technologie. Jeder 3 macht dabei eine Auftragsarbeit. Das schafft ihr schon. Wir nehmen trotzdem den mittleren Messestand wieder. So, das Spiel erfüllt die Erwartungen. Vertragsstrafe wird vom Konto eingezogen. 215.000. Naja, kann man nichts machen, ist so. Haben wir nicht geschafft. Dafür hat es der gleich geschafft. Einmal noch. Noch einmal. Jawohl, der hat es geschafft. Design. Das werden wir nicht schaffen, das schafft ihr aber. So, Spielbericht. Weltraum ist eine schlechte Kombination. Story Quests nicht wichtig. Das wusste ich auch. So, Spielmesse. G3. .607.000, das passt. Und den Top 100 auf Platz 83 geschafft. Auftrag erfolgreich. Und die sind mit dem Training fertig. Schafft ihr es auch noch? Einmal noch. Ach, komm schon. Nehmen wir den einfachsten. So, aber wir speichern, weil für diese Folge passt. Wir haben gut 30 Minuten. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya!